Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute teile ich mit dir einen Ausschnitt aus einer Bewegungsgruppe, um genau zu sein, den Abschluss. Denn zum Schluss einer jeden Bewegungsgruppe gibt es eine tiefgehende Meditation, die thematisch auf die Einheit aufbaut. Das heißt, Einheit, in jeder Bewegungsgruppe bekommst du funktionelles und defizitorientiertes Training, das sich individuell auf den Einzelnen anpasst. Ich gehe hierbei so vor, dass ich die Teilnehmerinnen mit ins Boot hole, mit ihnen in den Austausch gehe, im Gespräch bin, welche Dinge ihnen gut tun, was sie brauchen und welche Herausforderungen sie auf körperlicher Ebene gerade haben. Und wie gerade schon angekündigt, gibt es zum Schluss nach dem Cooldown immer eine tiefgehende Meditation. Und eine dieser gibt es jetzt hier für dich. Also lade ich dich jetzt ein, dass du es dir jetzt so richtig bequem machst und dafür sorgst, dass du in den nächsten Minuten ungestört bist und es dir so richtig, richtig, richtig gut gehen lassen kannst. In diesem Sinne höre ich jetzt auf zu quatschen und werde auch zum Schluss der Meditation nicht noch einmal dich verabschieden, sondern lasse dich ganz einfach dann in den Ausklang hineingleiten. Wenn du nach der Meditation noch einen Moment Zeit hast, dann lass mir doch ganz gerne deine Gedanken zu der Meditation da. Erzähle mir, was sie für dich bewirkt hat. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, lass mir so gerne dein ehrliches Feedback und ja, ganz viele Sterne in deiner Podcast-App da. Und falls deine App das nicht hergibt, dann schau gerne unter der Folge in den Shownotes. Dort findest du meinen Google-Account und den Link dazu. Und auch hier kannst du mir dein Feedback dalassen. Dieses hilft mir weiter, um diesen Podcast noch mehr in die Welt zu bringen, noch mehr Menschen zu erreichen und somit noch mehr zu bewirken. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen und möchte dich, bevor du jetzt hier in die Meditation eintauchst, daran erinnern, dass du es in deinem Leben so sehr wert bist, glücklich und gesund zu sein. Also let's go, lass es dir jetzt gut gehen. Ich lade dich ein, dass du in diesem Moment mit geöffneten Augen ganz tief in dich hineinatmest. Ganz bewusst mit geöffneten Augen atmest du durch die Nase ein und wieder vollständig aus. Fixiere, währenddessen du weiterhin ganz tief einatmest und wieder ausatmest, einen Punkt irgendwo vor dir. Und diesen Punkt hältst du mit deinen Augen fest, ganz so, als wenn alles davon abhängt. Du fokussierst diesen einen Punkt und gleichzeitig atmest du ganz tief in dich hinein. Und vielleicht kannst du jetzt schon feststellen, dass um dich herum das Bild etwas enger wird, dass dieser Punkt, den du fixierst mit deinen Augen, ganz klar wird und drumherum, wie bei einer Kamera, das Bild verschwimmt, die Ränder leicht unscharf werden, vielleicht sogar sich verdunkeln. Nur dieser Punkt, der ist präsent. Der ist da und du atmest ganz tief ein und wieder aus und vielleicht werden deine Augen langsam müde und in einem Moment, wenn ich auf drei gezählt habe, wirst du deine Augen schließen, aber bis dorthin atmest du ganz tief, fokussierst diesen Punkt, lässt ihn noch etwas klarer werden und alles drumherum etwas mehr verschwimmen. Blende die Umgebung aus, ganz so, als wären nur noch der Punkt und du jetzt hier in diesem Moment. Und ich zähle auf eins, du atmest ganz tief in dich hinein. Und vielleicht wird deine Fokussierung des Punktes mit deiner Atmung eins. Und ich zähle auf zwei. Du kommst noch etwas mehr bei dir an, bei diesem Punkt.
Und wirst müde, müde, müde. Und du atmest noch einmal ganz tief in dich hinein. Und atmest aus, drei, und schließt deine Augen. Spüre einmal die Erholung deiner Augen. Spüre diese Sehnsucht nach diesem Moment. Und spüre, wie dein Atem beginnt, ganz intuitiv zu fließen, fließen, fließen. Fließe gemeinsam mit deinem Atem ganz tief in dich hinein. Spüre, wie deine Augenlider fest verschlossen sind. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass von deinen Augenlidern du selbst noch tiefer sinkst, irgendwo in dich hinein. Und dass du eins bist mit deinem Atem, eins mit diesem Fließen. Du fließt ganz tief über deine Nase, Rachen, Hals, hinein in deine Lungen und von dort aus, irgendwo, ganz weit, weit weg, zu einem Ort, wo du ganz bei dir sein kannst, ganz weit in diesem Moment und gleichzeitig ganz weit weg von all dem, was dich heute beschäftigt hat, ganz weit weg von all den Dingen, die deine Aufmerksamkeit verlangt haben. Du bist jetzt bei dir, in diesem Moment, jetzt. Und vielleicht kannst du dich wiederfinden auf einem ganz weiten Feld, einem weiten Feld aus wilden Blumen. Es ist ein früher Morgen. Und du siehst, wie vor dir irgendwo ganz weit weg, ganz langsam der Himmel aus einem tiefen Blau zu einem Violett wird. Du siehst ganz weit weg, dort vorn am Horizont, wie irgendwo der Tag beginnt. Und du bist hier an diesem Ort. In diesem Moment, wo alles noch ganz still ist. In diesem Moment, in dem all die Tautropfen gemeinsam mit dem Wesen der Unterwelt, mit der Tierwelt, mit der Natur, mit all den Geistern sich guten Tag und gute Nacht sagen. Ein magischer Moment, wo alles sein kann. Ein magischer Moment, der ganz langsam sich verabschiedet mit dem Verändern der Farbe am Horizont. Und in diesem Moment gehst du mit ganz langsamen Schritten über die Blumenwiese. Du gehst auf den Horizont hinzu. Du siehst über dir die letzten Sterne, siehst, wie sie sich verabschieden und siehst, wie auf magische Art und Weise sich über dir der Himmel dreht. Und vielleicht kannst du es gar nicht wahrnehmen, vielleicht kannst du es nicht fassen, ob du dich bewegst oder tatsächlich der Himmel. Du siehst nur, dass in diesem Moment immer mehr und immer mehr sich die Farben verändern und du den Blick wieder auf den Horizont richtest. Und du gehst weiter, Schritt für Schritt, immer mehr und immer mehr. Mit jedem Schritt werden die Farben heller, bunter. Mit jedem Schritt verabschieden sich all die kleinen Geister der Nacht, um all dem des Tages Platz zu machen. Vielleicht
wachen um dich herum die ersten Blüten auf. Vielleicht siehst du die ersten Tiere huschen, um in der Dunkelheit des Waldes zu verschwinden oder gleichzeitig den Tag zu begrüßen. Und du gehst weiter dem Licht entgegen, weiter den Farben. Und mit jedem Schritt wird der Horizont heller, heller, heller. Ganz bald, wenn ich da bei 3 angekommen bin, wird ein Funken am Horizont entstehen. Und mit diesem Funken wirst du vollkommen in das Licht eingehüllt, in 1. Du gehst weiter, Schritt für Schritt, 2. Und siehst, wie allmählich der Horizont und alles um dich herum ganz hell werden. 3. Jetzt. Ein helles Licht umgibt dich und lässt die Blumenwiese verschwinden, lässt den Moment verschwinden und lässt dich ankommen, irgendwo in deinem Brustraum, ganz tief in deinem Körper. Und in diesem Moment spürst du dich jetzt wieder vollkommen. Von diesem Punkt in der Mitte deines Körpers spürst du besonders intensiv deine Atmung. Du spürst, wie von hier aus die Bewegung ausgeht, dass du nichts dagegen tun kannst oder musst, sondern dass dein Körper sich ganz natürlich bewegt. Auch dann, wenn du die Stille suchst. Und über deine Atmung lenke deine Aufmerksamkeit einmal auf die Bewegung. Spüre, wie weit die Bewegungen deiner Atmung reichen. Spüre, wie weit die Wellen der Bewegung in deinen Körper hineinreichen, wie weit sie fließen. Und spüre, 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 immer mehr und immer mehr, wie diese Bewegungen auch in Verbindung mit dem Untergrund spürbar sind. Vielleicht spürst du, dass dein Körper sich immer wieder ein ganz kleines bisschen vom Untergrund abhebt, bewegt. Spüre, wie die Schwerkraft auf deine Bewegungen wirkt. Und spüre, wie die Schwerkraft auf deine Kleidung wirkt. Spüre das Gewicht deiner Kleidung. Spüre das Gewicht deines Körpers in diesem Leben, in deinem Leben. Und du atmest. Atmest gegen dieses Gewicht, gegen die Schwerkraft und kommst mit jedem Atemzug wieder zurück über deine Lungen, hinein in deinen Brustraum, über deine Luftröhre, in deinen Rachenbereich, zu deiner Nasenspitze, wo alles begann. Und vielleicht kannst du jetzt hier noch einmal spüren, dass jeder Atemzug beim Einatmen ein ganz kleines bisschen kälter ist als beim Ausatmen. Und wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen wieder, bewegst dich und in diesem Moment.